Servus! Servus! Hallo! Da ist ein Grabstein da hinten. Was ist der Monomonika mit, Andi, eigentlich? Ich bin der Thomas. Ich spiele Bass in der Power Rock Band Hexboiler. Ich bin der Andi, ich bin Schlagzeuger bei Hexboiler. Ich bin der Markus, ich leite und produziere und ingeniere das Ganze mit Hexboiler im zweiten Album Tokyo Drift. Sollen wir aufsetzen? Neues Gerät! Vielleicht sind die Kabel falsch verlötet, dann kommt nämlich gar kein Signal mehr. Ein Recording-Prozess muss immer mit irgendeinem Stamm anfangen, der im Weg liegt. Also das ist selten, dass es nicht gibt, egal was es ist. In dem Fall waren es halt ein paar Kabel, die ich einfach verpfuscht habe beim Verlöten. Wie sagt man laut? Der Teufel schläft nicht. Kommt nichts. Keine Ahnung, was der hat. Einfach. Ich bin so ein Typ, ich mag das gern, wenn ich bis um 3 in der Früh einfach daheim im Wohnzimmer sitze und Kabel verlöte und irgendwann baue ich mal irgendwo einen Fehler ein und funktioniert das einfach nicht mehr. Und ja, da waren halt ein paar so schwarze Schafe dabei, die einfach nicht mitspielen wollten. Ah, Scheiße! Ja, ein großes Vorbild, Lars Ulrich. Alter Leier. Ja, bei den letzten Proben haben wir sich gedacht, ja, wohl Vollgas proben, dann sind wir erst wieder zum Schwack fahren. 3 Steigen und 3 Flaschen Schnapp. Jeder Ofen ist anders, jeder Ofen, genau. Den musst du mal kennenlernen. Also ich spiele Schlagzeug seit 7-8 Jahren circa und relativ spät angefangen und habe nie Unterricht oder so gehabt. Also kein klassischer gelernter Kinderschlagzeuger. Was? Ist laut genug? In Hutti brauchen die wieder Lader. Die Idee dahinter ins Handel aufzunehmen war ein bisschen die Ungewissheit bezüglich Corona und ganze Bestimmungen. Wir hätten vorher natürlich ein professionelles Tonstudio im Auge gehabt. Wir haben natürlich auch Termine einzuhalten, Release-Termine und eben die Ungewissheit, ob wir ins Studio gehen können oder nicht, hat uns auf die Idee gebracht, das Haus mehr oder weniger zu nutzen, zu mieten. Gib mir mal die Heizung, bitte. Also wir haben sie sehr stark vorbereitet auf die ganze Aufnahmesession. Wir haben fast täglich geprobt daheim und wir haben ja auch schon Aufnahmeerfahrung. Und wir haben gewusst, dass es immer wieder zu Problemen kommen wird. Wie zum Beispiel, dass alles so reinkommt oder aufgenommen wird, wie man sich das vorstellt. Und es passiert einfach und es ist ganz normal, dass Schwierigkeiten dabei entstehen. Das ist definitiv ein Latenz. Also wir haben am ersten Tag angefangen mit Schlagzeug aufnehmen. Das hat dann den ersten und den zweiten Tag gedauert. Und ich habe den Andi in sein Ohr gespielt. Und er hat dann dazu zu meinen Pilotspuren dazu gespielt. Ich lasse da einen Kickschlag weg jetzt. Der war eigentlich schön. Und da muss man einfach auch von Anfang an, auch wenn ich jetzt den Bass nicht aufnehme, muss man trotzdem die ganze Energy mit umbringen. Besser, ja. Ich bin nur schon hungrig, das war. Das Kochen eigentlich so auch Spaß beim Antritt, oder machst du einfach? Na schau, wie ist mir taugt, wie ich euch bedient. Komm. Ja, was haben wir da noch? Ah, da schon. Die Tradition gehört. So, schnapp es! Kinderschnaps, selber gemacht. Okay. Gut.
Jetzt ist Krieg. Es gibt Kinderbegriffe und es gibt Erwachsenenbegriffe. Also, das machst du alles so, oder? Arsch! Denkerpose. Warten. Warteschlange. Jawohl. Straße. Fahrbahnstraße, mehrspurige Straße. What? Victim. Entführung. Geisel. Was? Du zeigst eins und eins. Geisel. Geiselname. Geisel. Geiselnehmer. Ja. Ja, fuck. GSPV. Zahnrad. Ja. Oh, da kommen wir nicht mehr zu filmen. Im Zurück in die Zukunft verwenden Sie ein Auto als Zeitmaschine. Schaust du aus, ein Idiot, wenn du so durch die Kamera durchschaust. Wie ein Fachidiot. Ja, gratuliere jetzt. Gut. Okay. Gratulation zum Sieg. Alles. Ey, da kriegen wir Rechtsprobleme, wenn wir lange los sind. Wie ist fahr. Ich tue was. Was denn? Laufen gehen. In Markus kennen wir eigentlich schon ja, eine kleine Ewigkeit jetzt wieder. Er hat mit uns schon das erste Crackticker-Tape 1 aufgenommen. Das war 2016. Und das letzte Album ist auch von ihm produziert worden. Und von derer Sicht war eigentlich immer klar, dass der Markus uns da begleitet und das produzieren wird. Ich möchte jetzt noch schön da eine Liste machen, ein sogenanntes Whiteboard auf klein. Ah ja. Mit alles oder mit allem, was wir schon haben. Umrühren. Ich tue den ganzen Tag umrühren. Umrühren. Schlagzeug die ersten zwei Tage ist relativ gut gelaufen. Besser als gedacht. Gerade beim ja, Aufnehmen, man hört so kleine Fehler, Kleinigkeiten, die man halt beim Üben nicht so beachtet. Ist beim Aufnehmen natürlich immer ein bisschen was anderes, sobald das rote Licht blinkt. Nervös! Geht an! Vom Gefühl her gut, weiß ich nicht. Geiler Schluss. Ich arbeite eigentlich mit Expoiler schon länger zusammen. Seit 2016 mit einer ersten EP. Crackticker Tape 1. Und das hat sich einfach durch die Jahre so gezogen. Und wir haben eigentlich fast die ganze Diskografie miteinander gemacht. Ist immer schon professionelles Arbeiten gewesen mit denen. Immer reibungslos. Auto, das reicht mir, danke. Boah, meine Lunge. So Lungen brennen. Echt? Mhm. Machst mir einfach eine, nur den Anteil. Tatatatum. Mutti hat gesagt, der schreibt einen Text, es gibt keinen Text. Ich lass mich inspirieren von euch. Text. Vierte Dimension, Ebene. Ein Sommersong schreien im Winter. Trinkt sich nur beim. Guck, das einmal eine Klage in den Ton. Hallo? 4,5 Volt. Was schreiben wir denn ein, wo es aufgenommen worden ist? Nix, Sandl. Hast du mitgekommen, Gute? Mhm. Ja? Dann haben wir brennt, ein paar Leute miteinander. Ja, wir haben sie dann von seiner Genossenschaft die Brennerei ausgepackt. Weißt du, man merkt, ob das ein Aroma ist oder ob das ein richtiger Schnaps ist? Das ist einfach so. Zeig, das ist drauf. Und dann wartest du ein bisschen. Wenn du dann noch immer noch Bieren riecht, dann ist es ein richtiger also. Bierenschnaps. Chick. Ja. Oh Mann, auf Made! Auf Made! Auf wieso? Auf mich? Weißt du, so brav. Fleißig warst halt. Aber nichts könnte schwerer sein. Es wird ein Test für euren Kopf, für euren Verstand und für euer Hirn. Wird das ein Wettbewerb mit anderen Schulen? Könnte man sagen. Man könnte sagen, dass jede Schule im ganzen Staat darum kämpfen wird, sich den ersten Preis zu holen. Was ist der Preis? Ein gewaltiger Pluspunkt für jeden in seiner Schulakte. Hallo Harvard. Yeah. Eigentlich dürfen wir erst im nächsten Quartal damit anfangen. Aber ich finde, wir sollten uns vor den anderen einen Vorteil verschaffen. Ihr nicht auch? Ich schon. Flagga-gagga-bagga, flagga-bagga-bagga. Maurice. Ah, so. Ich hab leider keinen Boss mehr von gestern. Mm.
Scherz, oder? Und du nimmst jetzt die ganze Zeit in Bass mit auf? Nur Pilot. Der Boss jetzt. Also für die Orientierung für Andi. Und danach kommt dann der richtige Boss. Dass man da weiß, wie der Song strukturiert ist und dass man vorne nicht verliert. Dass man es nachher anhört und sagt, okay, da fällt kein Teil und so weiter. Schlagzeug fertig! Gratuliere! Super gespielt! Danke, super gespielt! Super gespielt! Alles Gute! Oli Eva versenkt! Naja! Jetzt haben wir einen da in Andi. Gibt's einen Handel? Glaube ich nicht, nein. Wieso? Nein, was nicht, ich hab mir da wenigstens. Für meine Lohne oder so. Hallenboot, haben wir gehen wir ins Hallenboot. Das war in Wien, so ein Ding vor 10, 15 Jahren, bist du in eine Bar gegangen. Die war schon berühmt-berüchtigt. Hast du einige müssen für eine erste Frage, dann haben sie jetzt keine mitgenommen, hast du Weed kaufen können. In Wels hast du das auch gegeben, hast gefragt, kann ich einen Espresso haben, dann hast du Handgranaten gekriegt. Oh, was? Wirklich? Ja. Nein, dann haben wir ein bisschen mit umgeschossen, dass der Kinder rein halt. Nachbar zu Nachbar, irgendwas der. Aber wir wollen halt nicht so random Shitposter sein die ganze Zeit. Aber das Video hat fette Qualität. Zur Arbeit gerecht? Ja, die Fotos sind auch cool. So cool. Ich finde deinen Gedanken cool, dass wir da jetzt gerade nichts preisgeben von dem, was wir gerade haben. Am 31. Am 31. ist so viel Content und viel, dass der vielleicht untergeht. Mhm. Jeder will ein Profi sein. Keiner will ins Training gehen. Jeder will ein Profi sein. Elektrokern mit Pikachu. Drüberziehen und da drauflegen, für das sauber rollt. So? Ja. Einfach so, oder? Ja. Danke. Nur der Quer bist du wer, im Kreisverkehr! Wo hast du jetzt angehört? Da. Ah, das ist jetzt wieder. Das sei im Essen versichert. Was soll ich? Die Klasse hinten! Infrarot hat es damals gegeben. Da muss ich die Pokémon so geschickt mit dem Gameboy und Gameboy. Geh aus das Glurax, ich will dir einen Capture. Am dritten Tag haben wir dann in Bass aufgenommen. Oder mal angefangen zum Bass aufbauen und den Sound einmal finden und so. Holen wir die anderen noch. Au! Und das war auch schon eine Prozedur. Wir haben dann eh Bass und Gitarrenverstärker genommen. Mein Traumsepper. Setup. Ah, okay. Ich muss den ganzen Bass zweimal aufnehmen. Oder ich will den ganzen Bass zweimal aufnehmen, also links und rechts, dass er Spur ist, damit alles ein bisschen mehr Raum kriegt, weil ich ja nur das einzige Instrument bin. Und das muss komplett gleich sein. Und das war eine große Herausforderung, dass es alles
hundertprozentig gleich eingespielt ist. Strom. Gut, die aufbauen, nicht Kachiofen. Das ist das grüne Kabel, von dem ich geredet habe. Aber da hören wir noch einen Unterschied, wenn ich das nehme. Baby, komm mit zu mir, mach mal sie langsam am Hamweg. Schau's auf die Party und schmusen im Taxi. Du musst meine Plattensammlung sehen, Bands, die keiner kennt und wahre Raritäten. Post-Punk, New Wave in die Elektronikbinde. Vorzeige, Trottel, leg die Platte auf, zieh dich langsam aus. Doch ich merk grad, dass sie halt nicht kommt. Fahren wir danach? Ja, gleich durchgedrift, haben wir gleich das Ding, Abi. Ich schätze mal, Boss wirst du eh nicht am Monitor wollen, oder? Weiß ich noch nicht, dann schaue ich mir eigentlich nicht da. Probieren wir es einfach mal ohne. Mhm. Alles klar, bist du soweit? War hier ist viel zu leise, aber das kann man ja noch machen. Ganz drauf ist. Ja, passt schon. Hexboiler gibt's, glaube ich, seit 2015. Thomas hat mir mal besucht in meiner alten Wohnung. Wir haben dann irgendwie gejammt und Thomas hat halt gesagt, der hat auch einen Proberaum. Und dann haben wir sie dort einmal getroffen. Ja, machen wir nochmal. Ja, was? Schaut sich geil an. Das Intro ist cool. Liebe! Achso. Du musst so viel aufpassen, sonst zockst du das Ding da rein. Oh. Cut! Cut! Wow.
fast gut. 11 Stunden Bass aufnehmen. Bäh! Hm, gut. Nein, war stark. War stark heute, muss ich schon sagen. Konzentration da und da. Naja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Wie soll ich es sagen? Ein ganz zugänglicher, kommoder Typ. Schauspieler. Mehr nicht. Du bist ganz natürlich vor der Kamera? Immer. Die letzten Tage waren Gesang auch gut gelaufen. Ich habe mich gut vorbereitet. Ich glaube, ich habe mich nur einen Zahn gehabt vorher und einen Tee getrunken. Tito! Zieh die Handbremsen an für Tokyo Trash! 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 Das ist aber der anstrengendste Teil gewesen, bis jetzt. Doppitscher. Okay. Musst du mal bei den Wörtern aufpassen, weil Betonung das. Ja, voll. Sagen Sie eins durchmachen und dann double mal. Ja. Okay. Kann ich das Song ein wenig lauter geben? Passt. Oh, ah, alles zum Arsch! Oh, ah, alles zum Arsch! Ist das zu viel geschrien? Cleanere U-Aus. Und das alles am Arsch mache ich dann drauf, das geht sich nicht aus. Da gibt es schon immer ein paar Höhen und Tiefen, weil irgendwann macht die Stimme einfach nicht mehr das, was man von der Stimme vielleicht gern hätte. Das kann schon ein bisschen frustrierend sein, natürlich. Ja. Nur mal, komplett? Ja. Oh, ah, alles im Arsch! Im Gleisverkehr! Das ist schon gut, glaube ich. Das ist allerdings unterschiedlich, gell? Für Tokyo Drift! Im Gleisverkehr! Das ist schon gut, wenn da eine zweite Stimme dabei ist. Also den ganzen Gesang so hinzukriegen und dass die Stimme gut bleibt und das nicht versagt. Alle Lieder sind so verdammt hoch. Das muss alles mit so einer Power und Leidenschaft eingesungen werden. Das hat schon alles ein bisschen gezerrt an. Wir sind jetzt dann schon 6 Tage da und das war das erste Mal, dass so ein bisschen zart geworden ist, das Ganze. Ich hätte gerne was probiert da. Ja. Und zwar hast du immer diese letzten, entweder das letzte Wort oder in dem Fall Shows, Klicks. Das wollte ich auch noch machen, weil da kommt dann immer die ganze Band rein. Klicks! Nur der Quer ist noch mehr! Im Grasverkehr! Also. Hey, wo sind die Schandball? Ganz kurz. Alles ist cool. Klicks! Schnell, er schneit gut. Nix! Nicht los! Du regst dich über jeden auf! Das liegt in deiner scheiß Natur! Also grundsätzlich kann man sagen, Text ist immer als letztes. Wir sind jetzt sogar noch an ein paar Textbausteine am Tüfteln, obwohl wir schon im Studio sind. Aber meist entsteht irgendeine Idee von mir oder vom Thomas halt am Bass bzw. auf der E-Gitarre. Also so irgendein Riff. Und so baut sich das immer ein bisschen zusammen. Das ist nicht California, Baby! 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 Nice! Gut, die überfrisst dich nicht, gell? Musst du singen? Ja, das will ich nur sagen. Thomas! Schlapfen! Thomas! Aue! Ich hab dem aufwecken müssen und hab's dann immer geholt und bin ich mit der anderen zu Hause mit der 95-Jährigen. So bin ich gegangen und ich muss mir noch gar die Fotzen waschen. Das Badezimmer rein. Texte sind auch, obwohl das war früher auch so, haben schon eine gute Message, finde ich. Ja, wir haben sie einfach verändert. Ich weiß aber noch gar nicht, in was für Richtung. Vielleicht sind wir härter geworden, besser. Schneller, schlechter, wer weiß das, keine Ahnung. Die Förder den Bauern, der Rest gehört der Bank! Ja, geil. Ich finde sogar den langgezogenen nur besser als die ihr beim ersten Mal. Müssen wir die anderen Sounds auch noch mal doppelt machen? Oder die sind die nicht schon doppelt? Die haben wir auch mal gemacht.
Ah, fuck! Team! Meet! We got hardcore, motherfucker! Das wängt es langsam. Cool, aber kleiner Aussprachefehler ist drinnen. Vegan, nicht vegan. Der Hand ist vegan. Vegan Hardcore! Vegan Hardcore, motherfucker! Ist cool? Das finde ich gut, ja? Mama! 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 Nee, wir sind aber bei der Mama! Telefon! Ich hätte gerne auf alle Fälle die Mamas gedoppelt. Das Leben ist hart bei der Mama! Drei Wörter, die was das Album beschreiben: Hinterecker, Hirscher, Hippen. Dreckig, roh und schön. Cool. Wie geht's mit Edge? Ja! Hey, hast du schon gesoffen heute, oder was? Schön war's. So gut drauf. Naja, man muss die Play haben. Man muss wegplayen. Mama! Mama gesehen. Jetzt machen wir daheim. Das Auto steht nicht da. Ja, ist Auto da? Ja, schrei! Das ist mein Rucksack gesehen. Mama! Mama? Hallo? Hey, wir wissen, wo der E-Bike steht! Hey, wir wissen, wo der E-Bike steht! Kannst du mir einen Song lauter geben? Hey, wir wissen, wo der E-Bike steht! Hey, das ist aber eine gute Idee, Andi. Ja, gut, ja. So der Kabel, der irgendwo einander geht. Mama! Braucht nämlich gar nicht viel Schein, nur so ein bisschen. Mach nochmal. Keller. Oh, ja, bist du! Geil! Da braucht man fast einen Raum, ich probier das. Ja. Schau, dass du gerade aufkommst. Ein wenig unterschiedliche. Ja. Schau, dass du den Lautstärken trotzdem halbwegs gleich sind. Jetzt mach meinen linken Schuh. Ich werde tocken und zwar jeden Tag! Und mir geht's scheiße, weil ich mir nicht mag! Ist cool? Ja, es geht schon. Ich kann nur lustig umeinander stehen! Ob morgen werde ich ganz ein anderer sein! Ich schwöre, ich hör mich fix zum Start! Am meisten an Musik machen taugt mir eigentlich, Songs zu schreiben oder wenn irgendwelche Ideen funktionieren, wenn Ideen kloppen. Auch mit Mitmusiker, wenn man sie anschaut und so und auf einmal jeder findet es geil und so und cool. Ideen entwickeln, ständig irgendwas im Kopf haben, erfüllt mich, sagen wir so. Das Coole an Musik machen ist, dass man abschalten kann und dass man sie einfach so ein bisschen treiben lassen kann und sie mit der Außenwelt, also von der Außenwelt komplett abschottet irgendwie das. Und es gibt viel Themen, über die man sich aufregen kann in der Welt und mit Musik lässt sich das einfach auch sehr gut vermitteln. Ja, das Schuss! Ich muss mir einfach die Hand herhalten, da weiß ich genau, was für einen Ton ich brauche. Die nehmen wir. Ja, ist das Schuss! Ich muss einfach aggressiver sein. Mein Bein hat sein, ist das Schuss! Das zweite Album unterscheidet sich zum ersten Album. Das Songwriting hat sich vielleicht ein bisschen verbessert. Manche Songs sind eher klassisch, andere wiederum untypisch. Also vielleicht ein bisschen experimentell sogar. Ja. Aber natürlich, also der Hexboiler Sound ist auf jeden Fall noch da zum ersten Album. Gemeinsam, ein Film schauen! Ist das das Mädel, was dann so anschweißt? Das ist der Maurice. Der Griff zum Handy verrate ich genau! Chill ihn nur her und bleib mal weg da! Gemeinsam, ein Film schauen! Bei der
vier auf der ersten, auf die vier auf nein, der zweiten. Nein. Schau, Servus, ach vierte so, Papa. Ach so, ja, dreh doch mal klar. Schau, Servus, vierte Papa ist beim zweiten die vierte. Ja. Passt, dann musst du es nochmal singen. Der Griff zum Handy verrot die genau, hätte ich gerne nochmal. Der Griff zum Handy verrot die genau! Okay, das ist jetzt schon ein wenig wild. Jetzt ist es wild. Nein, aber jetzt haben wir zumindest die... Wie es gehört, ja. Das Fenster. Aber ich möchte gerne wissen, was der andere am Schluss singt, dass ich das nachsingen kann. Du hast kaputte Hose! Okay, nochmal. Du hast kaputte und du bist arm! Gemeinsam und fühl schon! Du hast kaputt und du bist arm! Du, jetzt reicht's mir aber. Gemeinsam und fühl schon! Ciao, servus. Okay, einfach. Ciao, servus, für den Papa! Jawohl, danke, einmal noch. Genau, das ist gut. Tschüss, Papa! Du bist mir oft schon der lauteste von oben. Das ist für den ganzen Tag nicht geschrieben. Gemeinsam und Film schon! Tschüss, Servus, bitte, Papa! Und du bist noch einmal. Einmal noch? Bist du deppert, okay. Gibt das eh nicht. Okay. Da. Tschüss, Servus, bitte, Papa! Album kaufen.